Hallo, mein Name ist Marius Ebert und in dieser Videoserie bereite ich den Stoff auf in Frage- und Antwortform. Warum tue ich das? Weil das für die Prüfung entscheidend ist, dass man Fragen beantworten kann. Schauen Sie unter www.spaßlerndenk-shop.de, denn dort finden Sie wertvolle Hilfen, die Ihnen die Prüfungsvorbereitung erleichtern können und Ihnen viel Leid ersparen können. Die Frage diesmal lautet: Was ist der Unterschied zwischen Berufung und Revision? Und die Antwort lautet: Berufung bedeutet, dass der Fall noch einmal bei der nächsthöheren Instanz, beim nächsthöheren Gericht, aufgerollt wird. Das heißt, gegebenenfalls werden die Zeugen noch einmal vernommen und der ganze Fall wird inhaltlich noch einmal überprüft, noch einmal aufgerollt. Revision ist in der Regel das, was die höchste Instanz macht, also der Bundesgerichtshof, der Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht. Dorthin kommt man im Revisionsverfahren. Revision ist eine formale Überprüfung, keine inhaltliche Überprüfung, sondern nur noch eine, was heißt nur noch, nur eine formale Überprüfung. Berufung, inhaltliche Überprüfung, Revision, formale Überprüfung. Revision führt zu den höchsten Gerichten im jeweiligen Instanzenzug. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Schauen Sie unter www.spaßleindenk-shop.de und schauen Sie rechtzeitig. Ich bekomme jeden Tag Mails, die mit dem Tenor hätte ich Sie mal früher entdeckt. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.